Ach. Das ist ein Schrott. Spaß dir für die Logs. Warum fragt er denn nicht vorher? Jetzt weiß ich jetzt, wie man fotografiert. Also man muss mit dem Handy das Handy nehmen und dann mit und fotografieren. Hey, reagier dich mal ab. Ja, mache ich jetzt. Wir werden jetzt mal Hauptziel auf jeden Fall noch markieren. Ist das? Ach nee. Okay. Das. Wollte ich mitnehmen? Hi. Du brauchst nur ein Wort. So, Batterien sind voll. Ach so, das ist dann das komplette Lager hier von mir. Okay. Wie kommt man jetzt hier raus? Rechts war das, ne? Wir haben noch einen Arsch voll Arbeit vor uns. Ah, hier. Hey, wie war das jetzt? Ah, okay, man kann auch spähen. Das heißt, man kann sich hinter der Deckung, sag ich mal, nach oben drücken kurz. Ach, das gibt's doch nicht. Den jetzt? Hä? Blutfleck ist da, aber kein Gegner. Wie schlecht. Okay, die spawnen einfach hinter mir. Das ist gar nicht cool. Das ist echt nicht cool. Das ist echt nicht cool. Scheiße, scheiße, scheiße. Boah, wie viele das auch immer sind, ne? Kann man die auch direkt werfen? Alter, was ist das denn hier? Boah, das ist schon extrem viel los hier, ne? Ich glaube, da kommt gerade so ein Dicker auf mich zu. So, den looten wir mal schnell. Jetzt lang. Okay, wir gehen jetzt einfach mal hier lang und wir müssen ja nebenbei noch ein paar Seeker fotografieren. Motorradlager müssen wir fotografieren. Wir müssen jetzt ganz schön viel machen schon direkt am Anfang. Ich habe sie gesehen. So. Nee, das war's nicht. Was ist denn? So, schnell die Kamera mal zücken. Blöde Kuh. Oh nein. Ein dummes Gefühl, dass wir jetzt gleich gerade auf den Sack kriegen. Unerlaubte Zivilisten, die versuchen, eine Haft durch Friedenswächter zu entgehen, werden erschossen. Friedenswächter? Das hört sich irgendwie an wie. Wie heißt das nochmal? Hey, fällt es gerade hier ein. So. So. Das ist aber noch weit, ey. Man kann bestimmt hier oben langlaufen. Kann man oben langlaufen? Boah, das ist nice. Ach du Scheiße, was ist denn? Also ich muss jetzt wahrscheinlich alle töten, um den Wachposten einzunehmen. Ich werde das mal probieren. Wenn ich natürlich jetzt... Hey, ne? Gut oder schlecht? Oh.
Oh, da hinten ist ein Sniper. Wow, keine Munition mehr. Ah, wie schnapp ich ihn? Ist er tot? Nee. Ach, mit einem neuen Arm, mit der Pistole also. Alles klar, das müssen wir, das machen wir mal. Frage, die ich mir jetzt stelle, warum kommen jetzt hier so viele Gegner rein? Boah, ich bin natürlich komplett durchgefallen. Nehmen wir mal direkt hier die Basis ein. Wir nehmen die Basis ein. Leute. Geht das auch so? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jawohl. Operationsbasis errichtet. Eine erste Basis. Zack. Ich mal das Feld eingenommen. Und Geld gekriegt, oder? Geld bekommen wir? Richtig gewesen. Ich muss immer diese Waffen werden äußerst nützlich sein. Ich sorge dafür, dass sie unter unseren Leuten verteilt werden. So, was kaufe ich mir denn jetzt Schönes? Ich könnte mir ein Upgrade für die Waffe hier kaufen oder endlich mal einen Aufsatz. Ich glaube, ein Aufsatz wäre ganz sinnvoll. Hier noch ein Schlepptop. Vergiss das nicht. Bald schmier ich nicht voll. Tausch dir meine Waffe gegen den Kopf. So. Meine Zeit bald ab. Hier noch Leiterplatte. Noch ein Schlepptop. Mensch, wenn ich die ganzen Sachen aus den Laptops raus wurde, dann brauchen wir die ja gar nicht mehr. Fury Alpha, Tony spricht. Red weiter, Tone. So. Wir haben das Transportfahrzeug mit Walker verloren. Ausrüstung. Erstmal verkaufen. Ausrüstung, Aufsätze. Ich glaube, wir werden holographische Visier. Damit kann ich eigentlich am besten schießen. Ein Zweibein. Was will ich denn mit einem Zweibein? Bindungsbremse. Treffsicherheit geht runter, aber dafür mehr Schaden. Laservisier. Das ist bestimmt besser. Ein Laservisier. Scharfschützenzielfernrohr brauche ich nicht. Ein Handgriff. Oh, teuer ein Handgriff. Rückschuss um 30%. Aber ich werde erstmal das normale Visier kaufen. So. Ein technisch. Können wir auch mal gucken. Braucht man denn, um die zu verbessern? Ungenügend Ressourcen. Was brauche ich denn? Ach, hier. Okay. Die Pistole upgraden. Ah, $2000. Alter. Okay, das wird teuer. Luftdruckpistole. Armbrust. Schrotflinte. Ich könnte mir eine Schrotflinte mit 15. Wenn ich noch $15 habe, für eine Schrotflinte kaufen. Was brauche ich denn? Kleidung. Ach so, Knieschoner hatten wir ja schon mal. Artikel. Was hab ich denn? Ach komm, wir kaufen noch eins, dann haben wir voll. Sprengstoff haben wir 3 von 4. Brandbomben baue ich mir selber. Zündevorrichtungen, Kombiniermaterialien und baue Guerilla-Werkzeuge. Okay, davon habe ich auch noch genug. So. Hülle. Immer so zur Info, dass Revolutionary Spirit Pack gibt es in der Pre-Order-Version, soweit ich das weiß. Ausrüstung anpassen. Ach, man kann. Ich sag nicht, man kann auch die farblich ändern. Okay. So, wir lassen das Geld erstmal, damit wir später erstmal noch eine Waffe upgraden können. Weil da macht die auch mehr Schaden. Und ich würde sagen. Wow, jetzt haben wir uns eins gekauft. Na, hier steht noch eins. Ich bin so Bob. Aber man weiß es ja vorher. Mal. Würde ich jetzt machen. Also, wir gucken jetzt mal ganz schnell auf die Karte. Karte. Ich kann ja das Ding auch noch einnehmen. Da haben wir jetzt erst mir so ein bisschen
Spielraum, wo man langlaufen können und dann werden uns die ganzen Gegner nicht die ganze Zeit nerven. Das Ding muss ich nachher noch fotografieren. Und da muss ich hin für meine Hauptmission. Ne, meine Hauptmission ist hier. Das heißt, wir können. Was ist denn das nochmal? Ein Stern? Warum wird denn ein Stern nicht abgebildet? Ah, da gehen wir uns hin. Auf, wo du hingehst. Nee, du kommst mit. Oh, ist die hässlich. So, nochmal für die Leute, die das nicht wissen, auch in Zukunft. Also, wenn ich eine Live-Let's Play mache, das ist jetzt, ich das quasi im Stream und dadurch ist die Grafik dann auch ein bisschen schlechter, dann für die Videos, die dadurch entstehen. Aber ich glaube, das müssten auch viele wissen. Was ist er denn? Da. Ach, da oben. Wie war das jetzt nochmal so? Etti bauen. Finde ich auch ganz cool, dass man seine Sachen selber herstellen kann. Also das haben sie echt richtig cool gelöst. Sprengstoff. Kann man hier Sprengstoff werfen? Warum mich nicht? Kann man den wechseln? Ich will nicht. Ich will nicht werfen. Einsatz. Ah, alles klar. Bitte! Was denn wieder? Wieso wirft er die, wenn ich Waffen wechseln drücke? Die sind hier, die sind oben, ne? Die sind alle oben. Ja, wir müssen nach oben. Looten wir mal noch. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen Munition kriegen. Bei Munition habe ich gemerkt, mit dem Maschinengewehr, beziehungsweise mit dem Sturmgewehr, habe ich sehr wenig Munition, beziehungsweise verballer ich die auch schnell. Ach da! Boah, ich hab so ein Spreufeuer, ja. Ich wundere mich, wie gesagt, weil ich so schlecht manchmal schieße, das liegt ja daran, weil ich sehr selten in letzter Zeit wirklich Ego-Shooter gespielt habe. Auch gucken. Der Konsole. Ach, sag nicht, man kann hier nicht durchschießen. Hä? Doch, das geht. Schon direkt wieder Munition alle, das gibt's ja nicht. Also fast. Mann, schieß halt. Oh! Alter, hab ich mich erschrocken. Hab ich mich erschrocken. Ey, du sollst mitkommen. Nein. Okay, das müssten sie fixen wahrscheinlich, weil direkt wenn sie vorbeiläuft und ich aus den X drücke, weil ich gerade irgendwas looten will, ist hier raus. So Stubi, ja, das Spiel kam aktuell heute raus, vor 3 Tagen auf dem PC und deshalb werde ich das Spiel auch als neues, sag ich mal, Let's Play spielen. Wo ist das Ding? Wo ist der Gerät? Weil, ich glaube, ich bin so Bob. Hallo, wo willst du hin? Wo willst du hin? Hält dich mal, komm. Wir haben es ja dicke.
Nur für die, die sich gerade wundern, warum ich das gemacht habe. Ich habe eine Mission, wo ich die fotografieren muss, die Dinger, und ja. Im Endeffekt muss ich die fotografieren, dann kriege ich Geld dafür, weil das Nebenmissionen sind und die muss ich natürlich machen. Anderen roten Zonen durchführen wollen. Jawoll! Die nächste eingenommen. Was geht? Was geht? So, KVO-Tech-Punkte. Die kann man zum Beispiel benutzen, um sich Upgrades zu kaufen vom Waffen, beziehungsweise neue Waffen. Habe ich jetzt mal so mitbekommen. Müssen wir mal gucken, was war das jetzt? Jetzt auch noch nicht so groß den Plan. Wie war das jetzt hier? Ausrüstungen, Waffen. Genau hier. Luftdruckpistole zum Beispiel. 8. Leichte Maschinengewehr. Ja, genau. Ich glaube, kein LMG. Was ist passiert? Acht Minenwerfer. Harf hat es nicht geschafft. Mary? Wichser. So. Einer von Harf Team. Ein neuer. Wir müssen unten einmal dieses Motorrad-Ding fotografieren. Soll Walker geholfen haben, was man so hört. Und ja, ich erinnere mich. Harf hat seinen Namen mal erwähnt. Ich muss ihm einen Drink spendieren, wenn ich zurück bin. Wo ist das jetzt? Hier das oder was? Da. Wie geht das jetzt? Jetzt muss ich das Motorrad fotografieren oder wie läuft das? Hä? 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 Jobs. Mach Fotos von Motorradlagern. Scheinbar ist das kein Motorradlager. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Hä? Okay. Ach so, warte mal. Eins können wir aber machen. Boah, ich hoffe, die nehmen die auch nicht zurück ein. Das wäre ein richtiger Battle. Warte mal, ey, kann ich... Oh nein, ich kann keinen... Hier muss ich doch absteigen. Dahin. Was? Okay, wenn man doppelt tappt, geht er automatisch runter von den Motorrad. Jetzt hier lang. Aber was halt cool ist, dass hier dann. Das ist die Zone. Ach, hier kann ich. Kann ich jetzt da rein? Ich muss da hoch. Ah, da ist ein, das ist ein Seeker, so, da kann ich die Mission fertig machen. Brady, wir haben Andys Nachricht zurückverfolgt und du bist am nächsten. Ich markiere die Übertragungsquelle auf deinem Handy. Ich will doch nur. Geh dorthin und sieh nach, ob du helfen kannst. Ach, ich schicke sobald wie möglich Unterstützung. So, okay. Jetzt müssen wir zu dem nächsten Motorradlager. Das ist natürlich ganz cool, dass das da unten ist. Deshalb müssen wir mal gucken, ob wir den... Meinst du durchschießen? So. Okay, man kann jetzt hier drüber. Ich sitze gerade mal so. Hallo? Wieder hoch? Hey, die geht es nicht. Nicht jetzt. Okay. So, jetzt müssen wir das hier aufschneiden. Okay, muss ich das jetzt fotografieren vorher oder? Geklappt, also muss ich die Front fotografieren. Okay. So, jetzt wird man den nochmal schnell looten und dann werden wir weitergehen. Langsam komme ich in das Spiel rein. Warum werden die denn nicht angezeigt?
So, kann das Spiel Spaß machen? Hat bei 4Players nur 46% bei der Spielbewertung bekommen. Es ist mir relativ egal, was irgendwelche Seiten Wertungen schicken. Bin ich ehrlich, ich teste die Spiele selber. Die Let's Plays dazu könnt ihr euch gerne anschauen. Ich meine, ich spiele, ihr seht jetzt, ich bin jetzt nicht der beste Ego-Shooter mittlerweile mehr geworden, beziehungsweise spiele ich es halt nicht. Und 46%, keine Ahnung. Die Grafik, ich meine, ist gut. Das zum Beispiel mit dem Waffenbauen finde ich richtig geil. Was mich ein bisschen stört, das habe ich vorhin schon gesagt, ist so, dass man so ein, zwei Lags zwischendrin hat. Aber ganz ehrlich, bis jetzt finde ich es gut. Kann ich, also ich empfehle es weiter. Hä, schon wieder? Hier muss doch wieder Motorrad sein, oder? Achso, man muss das Ding wieder einnehmen. Okay, ich nehme das jetzt erstmal ein und dann kommt hier ein Motorrad, oder wie? Also ich muss sagen, genau frei wie also, es sieht sehr spannend aus. Und brutal ist es auch, also zumindest am Anfang war das richtig brutal. Und was wir jetzt hier machen müssen? Wie gerade ein bisschen... Das alte Überwachungssystem. Orte das alte Überwachungssystem. Na, guck mal. Na, ein Weg, die Energie des Notfallgenerators wiederherzustellen. Und da unten. Ach du Scheiße, da ist ein Seeker und so ein Dicker, oder? Hab ich das richtig gesehen? So. Okay. So, wir müssen wahrscheinlich eine Etage höher. Gehe ich jetzt mal von aus. Das. Ich glaube nicht, dass das gut ist, oder? Und es kommt auf mich zu. So. Dubi, nein, den Multiplayer habe ich noch nicht angespielt. So, jetzt muss mal ganz kurz was gucken hier. Das fährt mir wieder raus in den Wegpunkt. Was können wir denn jetzt hier machen? Genau hier. Finde einen Weg, die Energie des Notfallgenerators wiederherzustellen. So, das, ne? Genau. So, das heißt, wir müssen. Irgendwo ist hier wieder so ein Generator versteckt, den wir anschalten müssen. Ich gehe mal davon aus, dass wir den Kabel einfach mal folgen. Ein Motorrad-Dynamo kann als Energiequelle eingesetzt werden, um verschiedene Geräte in Betrieb zu nehmen. Fahre mit dem Motorrad auf den Dynamo und beginne. Alles klar. Ach, hier! Ach komm, das ist schon cool, ehrlich. Ich muss mit dem Motorrad hier drauf fahren, muss wahrscheinlich noch Gas geben und die Tonnen erzeugen Energie. Also mal gucken. Ist schon nicht schlecht gemacht. Geh mal gleich hin. Ach komm, das ist schon eine coole Idee, muss ich ehrlich sagen. Jetzt können wir wahrscheinlich hier den Computer anmachen. Oder den... Ach, hier genau. Das ist der Generator. Yay! Der Bahnhof eingenommen. So, ich würde sagen, wir machen mal nächstes Mal jetzt ein Hauptziel.